Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Spiel des Wissens in der Kartenversion. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil rund um Spiel des Wissens. Ich habe gesagt, ich mache so eine Dreierreihe. Als erstes Video habe ich euch den Klassiker vorgestellt, das große Spiel, das der eine oder andere sicherlich aus der Vergangenheit kennt. In diesem Video stelle ich euch das kleine, handlich kompakte Format vor, und zwar die Kartenversion. Und als letzter Teil habe ich gedacht, rund um die Welt, relativ aktuell, möchte ich euch natürlich auch diese Box vorstellen. Spiel des Wissens ist sehr beliebt. Der erste Bezug hatte ich Anfang der 80er Jahre. Da gab es noch keine 1000 Neuheiten im Jahr. Da waren wir froh, wenn man das eine oder andere neue Spiel in den Händen hielten. Und Spiel des Wissens, insbesondere die große Version, was ich euch im separaten Video vorgestellt habe, die war sehr, sehr beliebt. Ich glaube, früher oder später, wir haben es oft gespielt, fast täglich gespielt, man kannte irgendwann alle Karten. Und der Verlag Jumbo überarbeitet immer wieder regelmäßig die Karten, die Fragen. Und dadurch, weil das Spiel so präsent ist, beliebt ist, verkauft sich es nach wie vor sehr gut. Und mittlerweile gibt es auch verschiedene Editionen. Hier habe ich beispielsweise eine Kartenversion mit 600 Fragen in zwei Schwierigkeitsstufen. Altersangabe ist ab 8 Jahre, 30 Minuten Spielzeit, also relativ kurz. Beim Großen, gut, wenn er den kleinen Spielplan nimmt, dann spielt er 30 Minuten, beim Größeren eine Stunde, aber hier geht es wirklich um die 30 Minuten und es ist für 2 bis 4 Personen. Ich habe es extra noch verpackt gelassen, dann sieht er das auch mal. Manchmal ist es für den einen auch durchaus interessant, was denn in der Box steckt. Und es ist gar nicht mal so viel drin in dieser Box. Es ist wirklich ein kleines Format. Hätten sicherlich auch ein anderes Design wählen können, aber dann wäre es vielleicht nicht mehr im Handel so ein Blickfang gewesen, wie sich vielleicht das der eine oder andere Händler vielleicht wünscht. Keine Ahnung, es gibt ja unterschiedliche Gründe. Die Anleitung, die ist gleich hier auf der Seite, das heißt als Karte dann dargestellt und hier sind die einzelnen Fragen. Wir haben also keine Spielfigur, keinen Würfel, keine Marker, wo man diese Ringe betätigt, sondern wir haben die Fragen und Aufgabe ist es von den jeweiligen Mitspielern quasi die Kategorien, das heißt die einzelnen Planetenkarten zu sammeln. Haben Sie das gesammelt, bekommen Sie noch abschließend so 2 Fragen aus dem allgemeinen Bereich dann gestellt, um dadurch das Spiel zu gewinnen. Ja, aber seltsam, weil die Karten, die werde ich auch nicht sortieren nach diesen einzelnen Planeten, sondern die bleiben einfach als Stapel liegen. Ja, da muss ich ja schon einiges beantworten, bis ich alle Planetenkarten habe. Ihr habt auf jeden Fall die 2:1 Tauschmöglichkeit. Das heißt, ihr könnt dann quasi auch Karten in eine Kategorie umwandeln. Und deswegen ist das quasi auch wieder ein Pluspunkt, weil die Karten, die nehmt ihr immer von oben, lest dann die Karte dann vor und je nach Kategorie quasi habt ihr gleich eine Karte und die Karten schiebt ihr unten hin. Spielt ihr das also zum späteren Zeitpunkt nochmal neu, könnt ihr euch immer bedienen. Oh, die setze ich aber gleich wieder zurück, dass man nicht durcheinander kommt. Das heißt, ihr könnt euch bedienen immer vom obersten Stapel. Nur wenn ihr dann eine Frage beantwortet habt, dann schiebt ihr die einfach drunter. Später könnt ihr auch noch umdrehen. Wie üblich, auch beim großen Spiel gibt es hier 2 Kategorien, einfach und schwierig, mit unterschiedlichen Fragen. Zum Beispiel hier, wo befinden sich die Rocky Mountains? Die Antwort ist in Nordamerika. Oder wie heißt die Inselnation südlich von Indien? Sri Lanka. Das sind übrigens 2 einfache Fragen. Aber wie immer bei solchen Fragen, der eine oder andere schätzt die etwas schwerer, etwas leichter an. Es hängt natürlich davon ab, spielt er das Ganze in Teams oder spielen die Kinder, je nachdem, alleine. Schwer zum Beispiel. Welches ist das schwerste natürlich vorkommende Element der Erde? Und das ist der Uran. Oder, ja, quasi, ich denke mal, mehr brauche ich euch nicht verraten oder zeigen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Es gibt natürlich wieder die unterschiedlichen Farben. Es ist also definitiv ein schnelleres Spiel. Und damit bin ich auch schon ein bisschen parallel beim Fazit. Und ganz klar, Spiel des Wissens ist ein Spiel, wo der eine oder andere einen gewissen Bezug hat zu dem Spiel. Ich habe den Bezug, ich habe die positive Erinnerung an die damaligen Spielpartien und das war einfach cool. Das weckt Erinnerungen an Freunde, Bekannte, wo man damals gespielt hat. Und natürlich gibt es hier so eine kleine Kartenversion. Ich muss wirklich sagen, also wir bleiben dann doch lieber beim großen Spiel. Das ist natürlich eine nette Beigabe als Mitbringspiel. Wenn man vielleicht nicht den Platz dann hat, dann kann man auch zu dieser kleinen Version greifen, wenn es einfach um die Fragen geht, um das Beantworten geht, um das gewissermaßen Lernen geht. Aber dennoch, es ist auf jeden Fall eine interessante Box, aber ehrlich gesagt, wenn überhaupt. Und wir spielen durchaus öfters jetzt mittlerweile Spiel des Wissens, gerade weil es jetzt als neue Auflage erschienen ist, mit neuen Fragen sehr gerne. Hintergrund ist beispielsweise
beispielsweise, dass ich oder dass wir mit den Kindern auch gerne ins Planetarium gehen. Und da ist natürlich der Bezug zum Weltall sofort gegeben. Auch für euch vielleicht mal eine Empfehlung. Bei der einen oder anderen Stadt gibt es immer die Möglichkeit. Ist wirklich spannend. Ich habe nicht viel erwartet am Anfang. Wir waren jetzt mittlerweile öfters vor Ort, zum Beispiel auch in Freiburg. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Aber ansonsten, wie gesagt, Spiel des Wissens. Das war der zweite Teil, das zweite Video. Vielleicht seid ihr auf den Geschmack gekommen. Holt euch die eine oder andere Edition oder wartet noch, weil als nächster Teil, ich habe es hier schon, präsentiere ich euch rund um die Welt als dritter abschließender Teil. Das soll es jetzt aber erst einmal gewesen sein zu diesem Spiel, zu diesem Kartenspiel, was es sicherlich auch überall im Handel gibt, weil Jumbo ist durchaus sehr stark im Handel auch vertreten. Das zu allen Infos jetzt mal in Kürze, was zumindest diesen Teil betrifft. Freut euch je nachdem auf den nächsten Teil. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.